Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Update. Und zunächst kommen wir natürlich zu den wichtigsten Releases der nächsten Tage. Heute am Freitag erscheint Call of Duty Blobs 4 für alle Plattformen außer für die Switch. Dann erscheint außerdem auch heute am Freitag Luigi's Mansion für den 3DS. Und nächste Woche am 16. kommt dann Starlink Battle for Atlas für alle Konsolen. Feed my legion. Die Furets sind ein altruistischer Zusammenschluss von Spielern im Weltraumspiel Elite Dangerous. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Spielern zu helfen. Doch bei ihrer letzten Mission ging etwas schief und der Spieler Captain Shinobi hat dafür auch eine grandiose Ausrede. In einer offiziellen Erklärung, die er im Elite Dangerous Reddit veröffentlichte, beschreibt er die Situation in einer Art Logbuch. 9. Oktober 3304, ungefähr 2.30 Uhr morgens. Nach einer erfolgreichen Rettung in Kohl 285, Sektor KBXA173, aktivierte ein fälliger Co-Pilot an Bord des Furets-Schiffs den Boost des Schiffes. Die daraus resultierende Kollision verursachte den Verlust beider Schiffe, das des Klienten und auch des Furets-Schiffs. Zusammengefasst ist also Folgendes passiert. Der zuständige Commander war offenbar so in das Spiel vertieft, dass er nicht bemerkte, dass seine Katze zum Sprung ansetzte und auf die Tastatur sprang. Dabei traf sie genau die Taste, die den Boost des Schiffes aktivierte, was zur Folge hatte, dass beide Schiffe explodierten. Der betreffende Klient war so in Rage, dass er sofort den Chat verließ und die Furets aus seiner Freundesliste warf. Der Commander wiederum kam nicht mal dazu, das Problem zu erklären. Das holte die Vereinigung nun im Reddit-Post nach. Und ja, auch den Furets ist die Ironie an der Sache bewusst. A cat killed the rat. Die Katze hat sich also tatsächlich eine Ratte geholt. Viele beliebte Streamer machen Schluss. Mit PUBG. Denn nach Dr. Disrespect hat sich jetzt auch Shroud von dem Battle Royale Shooter losgesagt. Grund dafür ist Update 22, womit das neue Ranking-System ins Spiel kam. Derzeit befindet sich die Funktion der Ränge zwar noch in einer Art Beta-Phase, aber Shroud ist jetzt schon angenervt davon. Das Problem mit dem Ranking ist nämlich, dass PUBG die Lobby mit Spielern mit dem gleichen Rang füllt. Findet das System aber keine Spieler aus der Region, nimmt es welche aus anderen Serverregionen, weshalb es oftmals zu Problemen mit dem Ping kommt. Seitdem hat der Streamer viel Assassin's Creed Odyssey oder Fortnite gespielt. Ob er jemals wieder zu PUBG zurückkehren wird, ist fraglich, besonders weil Call of Duty Black Ops 4 mit seinem Blackout Battle Royale Modus in den Startlöchern steht. But yeah, PUBG's really broken right now. Their matchmaking is all fucked. Und weil wir gerade so schön über Streamer plaudern, wolltest du eigentlich schon immer mal wissen, wie viel so ein Shroud oder so ein Ninja verdient? Nein? Ja, wir eigentlich auch nicht, aber es gab mal wieder jemanden, der es rausgefunden hat. Der Streamer Disguise Toast plaudert aus dem Nähkästchen und nennt die harten Fakten. Fortnite-Streamer Ninja soll laut dem Tarn-Toast über $400.000 und Aiming-Meister Shroud etwa $150.000 verdienen. Und das pro Monat. Natürlich sind das keine genauen Zahlen, denn so große Streamer haben meist individuelle Verträge mit Twitch, bei denen andere Konditionen ausgemacht werden als, naja, bei den normalen Streamern. Disguise Toast selbst verdient pro gesponsertem Stream gerne mal bis zu $10.000, $2.500 über Spenden und $4.000 mit Werbung. Falls du jetzt aber gleich OBS installieren und deine Karriere als Twitcher starten willst, du solltest wissen, dass Shroud, Ninja und Co. schon seit Jahren streamen und es auch sehr lange dauert, bis du diese Summen erreichst. Falls du sie erreichst. Außerdem arbeiten die meisten Streamer in Vollzeit und sie müssen auch noch eine ganze Menge an den Fiskus abtreten. Das ist nicht wahr, niemals! Nein! Es ist fast schon Tradition in großen Spielen von Ubisoft, egal ob nun Far Cry oder Assassin's Creed, überall gibt es Tiere. Und manche davon sind ziemlich besonders. So gibt es in Far Cry 5 beispielsweise Truthähne, die dir gerne mal die Augen aushacken wollen. In Assassin's Creed Odyssey sind es nun Hühner. Die eierlegenden Kämpfer mischen sich gerne mal in die Kämpfe im Ubisoft-Spiel ein und ähnlich wie der berühmte Hühnerangriff in Zelda habt ihr auch bei den Hühnern in Odyssey kaum eine Überlebenschance, wie auch unsere Kollegin Camila am eigenen Leib erfahren durfte. Is it Ubisoft or Ubisoft? Ubisoft. Like, no, nobody says Ubisoft. 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 You can say Ubisoft. Or you can pronounce it the way you want.
Und von den Kampfhühnchen geht es nun zu den friedlicheren Cousins und Cousinen. Denn die Bauernhof-Simulation Stardew Valley kommt nun auch auf Mobiltelefone. Bereits ab 24. Oktober 2018 wird das Spiel im App Store zum Download bereitstehen. Die Android-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Ein konkreter Termin steht da allerdings noch nicht fest. Die Entwickler machen außerdem klar, dass es sich dabei nicht etwa um eine abgespeckte Version der Simulation handelt, sondern um ein 1:1-Bild. Lediglich das Menü, die Steuerung und das Interface müssen an die Smartphones angepasst werden. Dass Sony an einer neuen Konsole arbeitet, ist ja schon längst in trockenen Tüchern. Jetzt kommt aber die Financial Times und befeuert die Gerüchteküche noch einmal. Denn sie erklärt, die PlayStation 5 kommt mit einem revolutionären Mobile-Gerät. Das soll sich einem Tablet ähneln und vermutlich unter anderem zum Streamen von Spielen zum Einsatz kommen. Sony hat aber bisher noch keine Stellung bezogen. Was wohl Nintendo von dieser revolutionären Idee hält? Es dauert nicht mehr lang, bis du wirklich alle Pokémon in Pokémon Go fangen kannst. Die ersten Schritte hat Niantic ja schon getan, der nächste soll bald kommen. Denn die vierte Generation aus der Sinnoh-Region ist schon auf dem Weg in die mobile App. Ein offizieller Trailer soll die Vorfreude schon einmal steigern. Leider hat weder Niantic noch The Pokémon Company ein Datum veröffentlicht, wann das Update kommen soll. Während wir aber auf Shellast, Plinthor und Co. warten, können wir uns mit einem neuen Spezialforschungsprojekt ablenken. Die Forschung, die übrigens auch bald erscheinen soll, verhilft dir nämlich zum besonderen Pokémon Meltan. Hast du aber keine Lust, diese ganzen Forschungsaufgaben zu erfüllen, bekommst du auch einfach ein Meltan, wenn du ein Pokémon von Pokémon Go in Pokémon Let's Go Evoli oder Pokémon Let's Go Pikachu importierst. Wenn jemand von Fallout 76 spricht, dann ruft auch immer jemand: Giga Escher! Mod-Support? Ganz genau. Und auch das kommende Fallout 76 soll Mod-Support bekommen. So sagte zumindest Pete Hines im Interview mit GameSpot, dass, wenn du mit Mods spielen willst, musst du das auf privaten Servern tun. Du würdest entscheiden, welche Mods erlaubt sind und laufen, und jeder, der auf dem Server spielt, würde mit diesen Mods spielen. Was er allerdings nicht sagte, ist, wann denn nun genau diese privaten Server und eben der Mod-Support kommen. Die Gerüchteköche sind sich mittlerweile aber einig, dass es im Frühjahr 2019 soweit ist. Dass Henry Cavill den Geralt von Riva in der Netflix-Witcher-Adaption verkörpern wird, sorgte bei den Fans der Buchreihe und auch der Spiele für Stirnrunzeln. Nun bekommt der Schauspieler allerdings ein bisschen Support, denn die Ciri-Schauspielerin und die Schauspielerin für Yennefer wurden bekannt gegeben. In die Rolle der Ciri schlüpft Freya Allen, die mit ihren gerade mal 14 Jahren noch vergleichsweise neu im Business ist. Ihren größten Gig hatte sie mit der Serie Into the Badlands, in der sie die junge Minerva verkörperte. Ansonsten hat sie bislang in Kurzfilmen und in einer TV-Miniserie mitgespielt. In die Rolle der Yennefer hingegen wird Anya Carlotta schlüpfen. Sie ist bereits als Serienschauspielerin bekannt für Wanderlust und The ABC Murders. Okay, okay, die nächste News ist ein bisschen absurd bzw. abgedreht und deshalb möchte ich sie gerne für die Nachwelt festhalten und daraus ein Märchen machen. Deshalb präsentiere ich jetzt das Giga-Märchen über PewDiePie und seinen gesichtsessenden Fan. Es war einmal ein Mann, der kam aus Schweden und hieß Felix. Er war sehr beliebt. Ihm folgten 67 Trilliarden Menschen überall hin. Auf seinen Wegen durch das Land YouTubia. Viele Menschen mochten ihn und wollten so sein wie er. Eine Person war sein größter Fan und verwechselte Liebe mit Essen. Also bemalte er Papier mit dem Gesicht von Felix und aß jeden Tag ein solches Gesicht. Er hoffte, dass Felix ihn dadurch bemerkte. Und siehe da, nach ganzen 100 Tagen bemerkte Felix den Jungen, der auf den Namen Face Lampshade oder Billy Krankowitsch hörte. Und als Bestätigung seiner Treue bemalte auch Felix ein Papierstück mit seinem Gesicht und aß es. Und was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Wenn du 100 Tage lang das Gesicht eines berühmten Jungen isst, dann wird er auf dich aufmerksam. Hätte mir das mal eher die Bravo in meiner Jugend erzählt. Das ist geil. WWE 2K ist gleich NBA 2K. Oh, ups. Naja, amerikanischer Sport, weißt du selber.
Eigentlich gute News, allerdings ein bisschen zu cringy für meinen Geschmack. Okay, und was ist cringy? Wenn wir singen und tanzen oder Geschichten vorlesen? Ich verstehe es nicht. Ich frage mich ja, ob das mit dem Harry Potter Leak nicht einfach eine gute PR-Aktion war. Das ist eine Frage, die haben wir uns auch schon gestellt. Mhm. Hab ich gerade meinen Namen gehört? Ja. Endlich ein Harry Potter RPG mit Potenzial. Kann man so stehen lassen? Prince of Persia hat mich geclickbaitet. Das verstehe ich nicht. Ich auch. Vielleicht heißt es auch Prince of Persia. Persia. Heute ganz ohne Singen und Tanzen, aber dafür mit Klatschen wäre die richtige Antwort gewesen. Das nächste Mal. Das war's mit diesem Video. Deswegen applaudiere ich die ganze Zeit. Und falls ihr uns auch applaudieren wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne unter den Video tun, unter diesem Video tun in den Kommentaren. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Den Kanal abonnieren, euren Freunden empfehlen und bis zum nächsten Mal. Einen Daumen nach oben, weißt du?